Mein nächster Gast war viele Jahre nicht mehr zu Besuch bei uns in Deutschland. Der Titel ihres größten Hits könnte also fast so etwas wie ein verzweifelter Aufschrei ihrer Fans sein, der jetzt endlich erhört wurde. Es ist nämlich die Sängerin Daliah Lavi. Songs wie Oh, wann kommst du, willst du mit mir gehen oder Wer hat mein Lied so zerstört, wird Daliah Lavi Anfang der 70er Jahre zur erfolgreichsten Sängerin Deutschlands. Sie ist die geheimnisvolle Schöne mit den anspruchsvollen Chansons und der dunklen, rauchigen Stimme. Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit Wind und Rosen drehen? Die Tochter deutsch-russischer NS-Flüchtlinge kommt 1942 in Israel zur Welt. Mit 18 Jahren wird sie fürs Kino entdeckt. Sie startet eine internationale Filmkarriere, dreht mit Stars wie Kirk Douglas, Dean Martin und auch Yul Brynner war dabei. Doch zu Beginn der 70er Jahre verabschiedet sie sich aus dem Filmgeschäft und widmet sich fortan nur noch der Musikkarriere. Anfang der 90er zieht sich Daliah Lavi aus der Öffentlichkeit zurück. Sie lebt in den USA, ist verheiratet mit dem US-Industriellen Charles Gans und sie ist eine engagierte Beobachterin der amerikanischen Politik. Jetzt ist sie zum ersten Mal wieder hier in Deutschland mit einem neuen Album, das sie gleichzeitig auch ihr Abschiedsalbum nennt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Daliah Lavi. Herzlich willkommen. Auch. Sie haben sich eben schon angeregt unterhalten über North Carolina. Sie ist in North Carolina zu Hause. War doch eigentlich Asheville, North Carolina. Kleines Örtchen Asheville. War das nicht eigentlich immer so ein bisschen Republikaner-Hochburg, North Carolina? North Carolina, ja, aber nicht Asheville. Asheville ist sehr liberal. Ja? Wer soll es denn jetzt machen? Wer überzeugt Sie mehr, McCain oder Obama? Wer soll gewinnen? Ja, ne, wer über Sie mehr überzeugt, Frau Lavi? Was glauben Sie? Sie kennen mich ein bisschen, nein? Ich habe es ja mitbekommen, es gab einen Anruf von Ihrem Mann. Als nämlich Colin Powell, Herr Steinbrück, die Aussage machte, ich vote, der ehemalige Außenminister von George W. Bush, und sagt, ich vote für Obama, da haben Sie gejubelt, als Sie es erfahren haben hier. Das war die Wahrheit. Warum überzeugt Sie Obama mehr als McCain? Weil Obama ist eine frische, young, frische. Sie wollen, dass ich Deutsch spreche, ich weiß es. Ich versuche. Toll. Er hat gebracht Enthusiasten in Amerika. Viele Leute sind gekommen, um zu wählen. Wahlen, sagt man. Viel mehr als früher für jemand. Er hat die junge Leute gebracht. Die junge Leute, die früher gar nicht engagiert waren. Oh mein Gott. Und er ist ein Mensch, der sehr intelligent ist, sehr calm, how do you say calm? Ruhig. Und sehr direkt. Und er ist eine Hoffnung für Amerika. Und auch er ist ein African American. Das ist ein sehr großer Schritt für Amerika. Lavi, Sie sprechen, das funktioniert toll. Ja. Wenn Sie mögen, springen Sie ab und zu ins Englisch. Wir haben auch eine Übersetzerin für Sie, die simultan übersetzen kann. Es ist sehr schwer für mich, zu... Sie waren lange nicht mehr da und lange keine Musik mehr gemacht, nach 18 Jahren. Früher hat Per Steinbrück noch Ihre Songs mitgesungen und so. Klar. Ja, da vorhin gestanden. Warum haben Sie gesagt, nach so langer Zeit, ich will es mal wieder versuchen, ich gehe noch mal wieder ins Studio? Das ist eine lange Geschichte, weil ich will versuchen, das also mehr konzentriert zu erzählen. Man hat mir gefragt, Sie haben mir auch gefragt, zu kommen früher. Ich hatte eigentlich nichts zu sagen, Neues zu sagen und keine, no reason to come. Nur zu sagen, ja, ich lebe noch so alleine, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, das ist langweilig. Ich habe gesagt, ich habe nichts Neues zu sagen, Und langsam hat mein Manager, der Kaminski, hat mich geritzen. Ja, motiviert auch. Motiviert, das ist, danke. Motiviert, vielleicht, wir machen eine neue Platte vielleicht, ist das interessant? Das ist eine Sache, dass ich habe gesagt, nur wenn ich habe den Wahl für die Lieder, ich habe den Recht zu wählen, die Lieder, nicht die not the record company.
Also nicht, dass die Plattenfirma sagt, ja, liebe Daliah Lavi, Sie müssen die und die Songs machen. Ja. Das war auch immer früher der Unterschied. Sie sind ja richtig aufgefallen in der deutschen Schlagerindustrie, weil Ihre Texte anders waren, Ihre Art natürlich zu singen, aber besonders die Texte waren ja anders geschrieben. Ja, das war das erste Mal, wo intelligente Texte waren da. Ja. Das war mein Glück, dass wir haben das gemacht. Michael Kunze hat viele Texte damals geschrieben, ja, andere auch. Warum und auch Miriam Francis, die war am Anfang, ja, und dann sie ist weggegangen und Michael hat genommen. Michael ist fantastisch. Herr Steinbrück, kennen Sie die Lieder von Daliah Lavi? Ich kenne mindestens O, wann kommst du? Oh, das ist der Schlagerzeit. Das ist, später kamen bessere Texte. Ja, da kam noch, wer hat mein Lied so zerstört? Nein. Warum sprechen Sie so gut Deutsch? Erstmal spreche ich nicht sehr gut Deutsch. Zweitens komme ich von einem kleinen Dorf in Israel, wo alle Leute da kamen von Deutschland. Mhm. Und da habe ich das so gelernt, also nicht grammatisch oder nicht gelernt in der Schule. Nur ich rufe es immer Straße. Straßendeutsch. Straßendeutsch, ist kein, ja, Hochdeutsch. Und das habe ich gelernt als, ja, Kind schon. Meine Mutter kam aus Deutschland. Meine Großmutter, bis die gestorben ist, hat fast kein Hebräisch geredet. Und ja, haben wir immer mit ihr Deutsch gesprochen. So hat sie zerbrochene denn die Geschichte von damals erzählt? Ich glaube, die Mutter kam ja aus Breslau, Vater aus Russland. Die haben sich kennengelernt in Israel. Genau. Und wie sind die damals aus Nazi-Deutschland nach Israel geflüchtet? Weil ich hatte eine sehr clever Großmutter, die war kein Juden, die, ja, hat sich, die ist verliebt in meinen Großvater und die hat sich, she converted, ich weiß nicht, wie das heißt. Konvertiert. Ja. Und das kann sein, dass sie, weil sie ein bisschen Distanz hatte, hat die Gefahr gesehen, weil meine Mutter ist nach Hause gekommen von der Schule und hat gesagt, dass die müssen in der Schule aufstehen und mit den Hand so machen und die dürfen keine Religion mehr studieren oder keine Religion haben. Das war das Religion. Das heißt, sie hat das schon gespürt, dass sich Deutschland, ja, so radikal verändern wird. Hat gleich gesagt, das ist etwas, wenn ein Mensch glaubt, dass er Gott ist, dann sind wir in Gefahr. Und da war noch Zeit, wo die Juden dürfen zum Urlaub fahren. Und meine Großmutter hat überzeugt meinen Großvater und hat gesagt, wir gehen nach Italien. Ach, das war die Urlaubsreise nach Italien war in Wirklichkeit, ja, ein Fluchtgrund. Und dann sind, ja, und dann von Italien ist sie nach Palästina gegangen. Genau, ich habe eben nur mit 3 Koffern, die dürfen nichts nehmen. Alles aufgegeben. Alles gelassen. Ja, ja. Das könnte man noch machen dann. Sie sind 1920. Aber die dürfen nur so viel Geld nehmen. Und das war schon, die Judensachen, ja, ging schon. Ein bisschen Zeit. Ja. Sie sind 1942 in Haifa geboren, zur Welt, ja, gekommen. Und wenn Sie dann als Kind so sich zurückerinnern, ich meine, das war ja noch die ganze Entstehungsphase des Staates Israel, der Unabhängigkeitskrieg 1948, 1949. Gibt es noch so Bilder, Erinnerungen von Ihnen an diese Zeit, als kleines Kind? Weil in meinem kleinen Dorf sind viele junge Leute begrabt, sagt man. Die gekämpft haben in der Galiläa-Seite, weil mein kleines Dorf ist in den Norden von Israel. Und als Kind habe ich gesehen, I saw a lot of dead young boys. Ich habe sehr viele junge Männer sterben sehen. Die kamen zu begraben in Shavetzion. Als Kind habe ich schon gesehen. Shavetzion, das ist der Name des Shavetzion, ja, das ist kein Kibbutz. Das ist eine Moschav Shitufi. Das ist fast wie ein Kibbutz. Aber ja, die Leute leben zu Hause und die Kinder